Herr Fahle, bitte. Sehr geehrte Frau Präsidentin, Hohes Haus, der extrem penetrante, ätzend in der Nase beißende Gestank, der je nach Wetterlage tagelang das Einzugsgebiet bis nach Halle-Neustadt in den Würgegriff nimmt, war nicht der Hauptgrund der großen Wut und Angst der Anwohner. Ihr Anliegen waren die Krankheitssymptome wie Magen-, Hals- und Kopfschmerzen, Nasenbluten, Übelkeit, Schwindelgefühle und Pseudokrupp. Und, jetzt hören Sie bitte genau zu, veränderte Blutwerte mit Nachweisen von Strontium, Quecksilber, Blei und radioaktiven Substanzen. Seit 1991 wird die Grube Teutschenthal mit Giftmüll gefüllt. Im Jahr 2006 wurde die Dickstoffversatzanlage am Schacht Angersdorf errichtet, direkt neben einem Wohngebiet, und schon dies hätte niemals geschehen dürfen. Als es 5 Jahre später um die Genehmigung einer weiteren Dickstoffanlage am Angersdorfer Schacht ging, haben Sie, Herr Dr. Haseloff, als Wirtschaftsminister die damalige Bürgerinitiative mit den Worten unterstützt: Wir werden alle denkbaren Auswirkungen auf Mensch und Umwelt sehr sorgfältig prüfen. Im Ergebnis wurde die zweite Anlage nicht gebaut. Aber was dieses Unternehmen gemacht hat, war eine 4 Kilometer lange Leitung unterirdisch durchzulegen, wo genau die gleichen Mengen, die sie mit einer zweiten Anlage hätten dort verfüllen können, unter Tage nach Angersdorf geleitet werden. Man hat eine neue Technologie entwickelt, wonach der Giftmüll einfach von Teutschenthal kilometerweit unterirdisch nach Angersdorf geschafft wird, und baute eine zweite Versatzstoffanlage als Abfallbehandlungsanlage in Bad Lauchstädt. Hierfür erteilte das Landesverwaltungsamt im Januar 2017 die Genehmigung. Seitdem ist die Giftstoffmenge enorm gestiegen. Und jetzt frage ich Sie, Herr Dr. Haseloff, als derjenige Wirtschaftsminister, der diese Vorgänge am besten kennt: Wie können Sie mit Ihrem Gewissen vereinbaren, dass in Teutschenthal, Angersdorf und Umgebung Menschen tagtäglich Giftstoffen ausgesetzt werden, die hochgiftig sind und enorme Gesundheitsgefahren bis hin zur Erzeugung von Krebs hervorrufen können? Und wieso stoppen Sie mit Ihrer Regierung nicht sofort die gesundheitsgefährdende Einlagerung des Giftmülls? Und ich fordere Sie ausdrücklich auf, dazu Stellung zu nehmen und sich nicht hinter Ihrem Wirtschaftsminister oder den anderen beiden, die sowieso nichts zu der Sache sagen, obwohl sie dafür zuständig sind. Sowohl das Umweltministerium ist dafür zuständig, wie auch das Verbraucherschutzministerium. Ich fordere Sie als Chef dieser Regierung auf: Was tun Sie dafür, dass das sofort aufhört? Denn die Menschen werden krank, sind enorme Gesundheitsgefahren. Das können Sie doch mit Ihrem Gewissen als Christ überhaupt nicht vereinbaren. Ich verstehe zwar jetzt nicht, weil wir dieses Gebiet gerade eben hatten und ich eigentlich auch gesagt hatte, dass die Landesregierung dieses entscheidet. Wenn der Ministerpräsident entscheidet, dass er dazu spricht, Herr Fahle, dann ist das auch seine Entscheidung. Aber ich hatte vorhin bei Ihrem Kollegen auch schon gesagt, da können Sie das im Prinzip auch 3, 4 Mal oder 5 Mal sagen, dass Sie das fordern. Die Entscheidung liegt bei der Landesregierung. Und das müssen wir einfach akzeptieren. Oder wir müssen die anderen Regeln festlegen. Das ist aber derzeit nicht geschehen. Herr Ministerpräsident steht hier vorne, der wird sicherlich antworten. Aber ich denke, zukünftig sollten wir dieses trotzdem auch vermeiden. Wir haben die Entscheidung immer von der Landesregierung abhängig. Bitte. Herr Fahle, zuerst nochmal der Hinweis. Frau Präsidentin, schönen Dank für die Möglichkeit zu sprechen. Die erste Anfrage und der gesamte Themenkomplex bezog sich dann immer in der Folge auch darauf, ging an Herrn Willingmann, und er hat für die Landesregierung gesprochen. Und wenn da noch etwas dazu zu fügen gewesen wäre, hätte ich mich dann zu Wort gemeldet. Sie haben mich jetzt explizit angesprochen und ich entziehe mich Ihrer Anfrage nicht. Ich kann aber an dieser Stelle nur Grundsätzliches sagen.
einige grundsätzliche Dinge. Wir können gerne dieses Thema nicht nur in den Ausschüssen, auch darüber hinaus, auch in weiteren Befragen weiter durchdeklinieren, weil eins können Sie mir abnehmen. Ich habe meinen Amtseid, so wie meine Kolleginnen und Kollegen im Kabinett, geschworen darauf, dass wir Schaden vom Land Sachsen-Anhalt abwenden, nicht zulassen und dafür sorgen, dass die Menschen hier ein gedeihliches Leben ohne Gefahr und ohne, dass sie Schaden nehmen, führen können. Dafür sind wir jeden Tag unterwegs und das können Sie mir abnehmen. Ansonsten bräuchte ich nicht arbeiten zu gehen, sondern ganz im Gegenteil, das ist meine tiefste innere Überzeugung, dass ich mich jeden Tag dafür einsetze. Das ist das Erste. Zweitens, lassen Sie mich mal zwei, drei Sätze zur Genese dieses gesamten Vorgangs geben. Da müssen wir viele Jahrzehnte zurückgehen. Warum gibt es überhaupt die Notwendigkeit, dort Stoffe einzubringen und die Hohlräume in dieser Größenordnung dort zu füllen? Weil dort ein offensiver, ja aggressiver Bergbau über viele Jahrzehnte auch an damals an DDR existierenden Vorschriften vorbei praktiziert wurde, der dazu führt, dass wenn nicht gehandelt wird, wenn dort nicht Volumen hineingebracht wird, so habe ich noch aus der Erinnerung, obwohl schon eine ganze Reihe von Jahren zurückliegt, was die fachliche Zuständigkeit in diesem Bereich auch in Teilen anbelangt, dass wenn dieses Volumen nicht gefüllt wird, dort das gesamte Deckgebirge sich senkt und damit größere Flächen auch bewohnten Raums, Menschen, die dort Haus, Hof, Leben haben, entsprechend gefährdet sind. Das heißt, wir müssen handeln und wir müssen die Möglichkeiten nutzen, die dafür auch existent sind, bezüglich dessen, was man an Volumen in dieser Größenordnung hineinbringt und was auch am Markt verfügbar ist. Und wie gesagt, ich kann jetzt nicht alles im Detail nachvollziehen, weil ich fachtechnisch erstens mal nicht die Ausbildung habe, zweitens auch nicht in Frage stellen will, dass die Behörden sorgsam nach bestem Wissen und Gewissen gearbeitet haben. Aber es gab immer auch ein politisches Reaktionsschema. Und unabhängig davon, ich begrüße ihn jetzt nicht, Frau Präsidentin, da oben sitzt der Bürgermeister. Wir hatten mal eine Phase auch, in der Folgephase ist es dann übrigens zur Nichtgenehmigung gekommen, so wie Sie es zu Recht vorgetragen haben, wo es dort ebenfalls zu Belästigungen der Menschen gekommen ist. Da gab es große Bürgerveranstaltungen, ich war auch zu einer ganz großen mit dabei und wir haben dort ein Reaktionsschema auch unter politischem Druck entsprechend auf den Betreiber damals, ich weiß nicht, wie jetzt die gesellschaftlichen Strukturen sind, aber auf den damaligen Betreiber ausgeübt, dass es so nicht geht, dass nicht nur geltendes Recht, sondern dass auch Belästigungen, Großbelästigungen, selbst wenn sie bestimmte Emissionswerte oder Emissionswerte nicht überschreiten, nicht da sein dürfen. Es muss dort ein menschenwürdiges Leben möglich sein, unabhängig davon, dass wir zu sichern haben, dass das Ganze nicht zu einem riesen flächenhaften Schaden dort kommt. So, und deswegen kenne ich diese Vorgänge, dass es nicht einfach ist, aus der damaligen Zeit, wobei es eine ganze Reihe von Ministern vor mir und auch nach mir gegeben hat. Herr Willigmann ist übrigens der vierte inzwischen nach mir. Und deswegen gibt es da eine Gesamtverantwortung, die über diese Behörde wahrgenommen wird und der jeder Minister und jede Ministerin auch nachgekommen ist. Und dass Herr Willigmann jetzt mit seinem ganzen Ministerium alle Kraft, wir sind ja schließlich im Kabinett auch gemeinsam unterwegs dazu, auch mit den anderen Fachministern, dass wir alle Kraft dafür einsetzen, dass dieses Problem gelöst wird. Aber auch das historische Problem, davon können Sie ausgehen. Und wir werden das auch noch mal zum Anlass nehmen, auch gemeinsam weitere Schritte zu besprechen. Aber Herr Willigmann mit seinem ganzen Apparat ist dran, um dort auch eine Lösung hinzubringen. Und wir werden gemeinsam politischen Druck ausüben, dass dort sozusagen auch das unternehmerische Agieren so läuft, dass es menschenwürdig und erträglich ist für die Menschen, die dort leben. Davon können Sie ausgehen. Da werden wir gemeinsam uns auch dafür einsetzen. Und was Genehmigungsverfahren aktueller Natur anbelangt, bin ich nicht aussagefähig, aber wir arbeiten Ihnen das gerne zu, wir arbeiten das gerne nach. Herr Willigmann hat Ihnen das alles schon entsprechend vorgetragen. Ich habe hier mich ans Mikrofon gestellt, weil ich grundsätzlich das mal zum Ausdruck bringen wollte, um bitte von weiteren technischen Nachfragen abzusehen, weil ich dazu mich hier stehend nicht in der Lage sehe. Vielen Dank, Herr Ministerpräsident. Die Zeit